Die Hochzeiten der Montagsdemonstrationen, bei denen gegen Flüchtlinge und Politiker gewettert wurde, sind ja gefühlt vorbei. Doch die Hetze, die immer noch auf diesen Veranstaltungen verbreitet wird, ist ganz und gar nicht harmlos, wie auch der folgende Film aus Halle zeigt. Jana Merkel mit einem Porträt über einen besonders umstrittenen Redner. Sebnitz in Sachsen vor 2 Monaten. Bundespräsident Gauck wird von Demonstranten als Volksverräter beschimpft. Es kommt zu Rangeleien. Die explosive Situation angestachelt vor allem durch den Mann am Mikrofon. Sven Liebig aus Halle. Wer ist der Mann, der die Menschen so aufpeitscht? Ein paar Wochen später in Halle. Das ist Sven Liebigs Revier. Jeden Montag tritt er vor 50 bis 100 Leuten auf. Bei der sogenannten Mahnwache für den Frieden. Hier wettert der 45-Jährige gegen Politiker und Flüchtlinge. Sie seien zum Beispiel schuld an einer angeblichen Rattenplage in einem Hallenser Kindergarten. Eine solche Rattenplage gibt es laut Stadt gar nicht. Applaus bekommt Liebig trotzdem. Die Hetze wirkt. Auch auf seiner Facebook-Seite. Dort ergehen sich Leser in Gewaltfantasien, zum Beispiel gegen die grüne Renate Künast. Deren ihre Visage würde ich zu gern in 1000 Stücke zerschlagen. Und? Wir schaffen das. Merkel, Maas und Co. an die Wand. Solche Reaktionen provoziert Sven Liebig ganz bewusst. Das habe ich Ihnen aber auch schon mal erzählt, dass ich die Seite benutze, um die Leute wütend zu machen, um mich hörbar zu machen. Um den Leuten dann aber auch am Mikro zu sagen, passt auf, wenn ihr wütend genug seid, geht nicht zu diesen Flüchtlingsheimen, geht zu den Parlamenten, die mit der Politik, die für die Politik verantwortlich sind. Holt euch die verantwortlichen Politiker. Der gelernte Schlosser und Bürokaufmann schreit nach Umsturz und Revolution, hetzt gleichzeitig gegen Flüchtlinge. Eine krude Mischung, die das Klima in Halle vergiftet. So sieht es Thorsten Hahnel, Beobachter der rechten Szene. Sein Verein Miteinander hat in Halle einen drastischen Anstieg rechtsextremer Gewalt registriert. 2014 gab es 19 solcher Angriffe. 2015 waren es 68. Menschen, die als Flüchtlinge identifiziert werden von den Tätern, werden geschlagen, getreten, beschimpft, ohne dass es vorher irgendwas gab, irgendeine Situation, die das erklären könnte. Und ich würde sagen, das ist das Resultat dieser hemmungslosen Hetze, die hier seit jetzt fast 2 Jahren wöchentlich stattfindet. Ungemütlich kann es auch für politische Gegner von Sven Liebig werden. Valentin Hacken hat das erlebt. Der Student arbeitet ehrenamtlich beim Bündnis Halle gegen Rechts und hat Proteste gegen die Montagsdemos organisiert. Sven Liebig veröffentlichte seine Anschrift bei Facebook. Prompt tauchte dieser rechtsextreme Aufkleber an Hackens Briefkasten auf. Der Ku Klux Klan will dich. Eine Drohung? Mit einem Aufkleber kann man ja noch leben. Die Frage ist, steht beim nächsten Mal jemand vor der Tür und versucht, einen zusammenzuschlagen? Mein Eindruck ist, dass er durchaus Freude daran hätte, wenn es richtig krachen würde, nachdem er solche Adressen veröffentlicht. Er möchte sich sicher nicht selber die Finger schmutzig machen. Aber es ist ihm ja klar, dass dann Rechtsextreme sich motiviert fühlen können, die Person anzugreifen, was wir in Halle zuletzt immer wieder hatten. Harmlos ist es also nicht, was Liebig tut. Und seit ein paar Monaten tritt er nicht mehr nur in Halle in Aktion. Anfang Juli in Erfurt. Nach Gauck nimmt Liebig nun die Kanzlerin ins Visier. Merkel! Hol! Merkel! Dankeschön. Sie ist nicht Frau Merkel, sie ist die Führerin. Er nennt das hier Satire. Tatsächlich vergleicht er Angela Merkel mit Adolf Hitler. Auf den Fahnen ist das Hakenkreuz durch das Eurozeichen ersetzt. Dazu erklingt die DDR-Hymne. Ein bizarres Spiel mit Diktatursymbolen. Mit Nazi-Symbolik kennt Liebig sich übrigens aus. Er war in den 90er Jahren aktiver Neonazi und auch damals schon Wortführer. Der Verfassungsschutz wertet ihn im Jahr 2002 als Führungsfigur der rechten Szene in Halle. Zitat: Liebig nahm an regionalen und überregionalen Demonstrationen und Veranstaltungen teil und betätigte sich dabei immer mehr als Agitator und Aufstachler.
Liebig war damals auch Kader des Neonazi-Netzwerks Blood and Honor. Heute betont er, dass er vor über 10 Jahren ausgestiegen sei. Seine Rolle in der Szene spielt er herunter. Man trug eine schicke, damals schicke schwarze Jacke und wurde von anderen Nicht-Mitgliedern halt so ein bisschen nach oben angeguckt. Vielleicht war das für viele, auch für mich, der einzige Grund, da überhaupt dabei zu sein. Also ich war ja damals eher so die Politische und das war eindeutig nur eine Musik. Nur Musik, eine Verharmlosung, so bewertet Extremismusforscher Matthias Quent diese Aussage. Denn Blood and Honor war militant und wurde verboten. Blood and Honor hat einen eigenen terroristischen Arm unterhalten, Combat 18, Kampfgruppe Adolf Hitler, in verschiedenen europäischen Staaten. Sie haben mit illegaler Musik gehandelt, also mit CDs, Liedtexten, die den Nationalsozialismus verherrlichen, die zur auf brachialste Art und Weise zur Gewalt aufgerufen haben. Heute zieht Liebig, wie hier in Erfurt, mit seinen Thesen ein gemischtes Publikum an. Jeder, der Frust auf die Politik hat, findet bei ihm Anknüpfungspunkte. Verärgerte Rentner, NATO-Kritiker, Putin-Fans und Rechtsextreme. David Köckert zum Beispiel, NPD-Kader in Thüringen. Ich kenne den nicht. Wollen Sie die Leute dabei haben oder wollen Sie die nicht dabei haben? Ich will die gar nicht dabei haben, aber ich werde die auch nicht ausschließen, solange die sich hier nicht gegen die Versammlung verwenden. Bei Liebig darf jeder mitmachen und das hat Methode. Denn er ist nicht nur Aktivist, sondern auch Geschäftsmann. Die Demonstranten sind wandelnde Werbetafeln. Ihre T-Shirts stammen aus Liebigs Firma. Sein Internetshop verkauft T-Shirts mit rechten und linken Motiven. Für Sozialisten und Fremdenfeinde. Liebig weicht die Kategorien rechts und links bewusst auf. Querfront heißt diese Strategie. Querfrontakteure haben in aller Regel einen rechtsextremen Bewegungshintergrund, bedienen sich dann linker Symboliken, linker Bilder, verdrehen also die Symbole. Das macht es für die gesellschaftliche Auseinandersetzung viel schwieriger, damit umzugehen, die einzuordnen. Und damit kann vielleicht auch der oder die eine Unsichere angesprochen werden. Hausbesuch in der Firma von Sven Liebig in Halle. In den 90ern hatte er einen rechtsradikalen Versand. Heute ist die Palette, wie gesagt, breiter. Links, rechts oder irgendwas dazwischen. Wie bei seinen politischen Forderungen ist auch bei den T-Shirts von allem etwas dabei. Also hier Wikinger, Germanen. Hier ist ein Anti-Merkel-Motiv. Wir schaffen das. Plakativ kann Liebig. Aber konkrete Fragen bringen ihn ins Stottern. Wie soll denn das System aussehen, das Sie sich vorstellen? Sie können nicht diese Antworten. Da zitiere ich Rudi Dutschke. Der hat gesagt, Sie können von mir jetzt nicht alle Antworten haben, solange ich nicht in der Lage bin, überhaupt diese revolutionäre Situation zu schaffen. Konkrete Antworten, Fehlanzeige. Stattdessen Gerüchte, Hass und fragwürdige Aktionen. Eine gefährliche Mischung. Es ist vielleicht der letzte Kampf.